Guten Tag, meine Damen und Herren, und ich möchte Sie erneut begrüßen zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Warum ist es notwendig für uns, den Heiligen Geist zu erhalten? Wie erhält man ihn? Macht es einen Unterschied? Wir haben in den letzten beiden Predigten ein wenig über die Merkmale des Heiligen Geistes gesprochen, Merkmale wie zum Beispiel Glaube, Liebe, die Liebe zur Wahrheit, Weisheit, die Furcht Gottes. Aber es gibt noch mehr hierüber zu sagen, um die Notwendigkeit des Erhaltes des Heiligen Geistes näher zu verstehen. Schauen wir uns einmal in Epheser, Kapitel 1, die folgenden Worte des Apostel Paulus an. Epheser, Kapitel 1, angefangen in Vers 9. Da sagt Paulus, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien, zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit? Mit anderen Worten, Paulus sagt uns hier, dass uns der Heilige Geist gegeben wird und damit eine Garantie gegeben wird, Erben des ewigen Lebens sein zu können, das Heil erlangen zu können. Er sagt uns auch in Kapitel 4, im gleichen Brief, in Vers 30, Epheser Kapitel 4 und Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Mit anderen Worten, Gott hat uns den Heiligen Geist als ein Siegel gegeben, das uns beschützt, das uns bewahrt und das zugleich ein Zeichen dafür ist, dass wir erlöst werden zum Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi. Schauen wir uns auch einmal im Römerbrief an, was Paulus uns hier sagt, in Römer Kapitel 8, angefangen in Vers 1. Römer Kapitel 8, angefangen in Vers 1. Er sagt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen, und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Mit anderen Worten, der Geist Gottes in uns befähigt uns, das Gesetz Gottes zu halten. Vers 5. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Es geht hier um eine Gesinnung. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Ohne Gottes Geist in uns wird es uns unmöglich sein, Gott untertan zu sein, dem Gesetz Gottes zu gehorchen. Vers 8. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Mit anderen Worten, er ist noch nicht einmal ein Christ. Selbst wenn er von sich vorgibt, ein Christ zu sein, es sei denn, Christi Geist wohnt in ihm. Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt,
so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Mit anderen Worten, wenn Gottes Geist nicht in euch, in uns wohnt, dann wird Gott uns auch nicht lebendig machen zum Zeitpunkt der Wiederkehr Christi. Vers 12. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so würdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Wir sehen also von diesen Stellen ausgehend alleine schon, wie notwendig es ist, dass wir den Heiligen Geist Gottes in uns wohnen haben, wenn wir an der ersten Auferstehung teilnehmen wollen. Wir haben ja bereits in vergangenen Predigten gesehen, es gibt mehr als nur eine Auferstehung. Aber es geht mir heute um die erste Auferstehung, die Auferstehung zum ewigen Leben. Nun, was sind die Voraussetzungen? Sagt uns die Bibel irgendetwas darüber? Was die Voraussetzungen sind, wie man den Heiligen Geist erlangen kann? In der Tat gibt es Voraussetzungen. Und in der Tat sagt uns die Bibel klar und deutlich, was diese Voraussetzungen sind. Schauen wir uns zunächst einmal eine Stelle im Markus-Evangelium an. Markus Kapitel 16. Markus Kapitel 16, angefangen in Vers 15. Markus Kapitel 16 und angefangen in Vers 15. Da lesen wir: Christus sprach zu ihnen, das ist jetzt der Missionsauftrag, den Christus seinen Jüngern gab nach seiner Auferstehung. Christus sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer da glaubt. Es geht also hier zunächst einmal um Glaube. Aber Glaube an was? Nun, er hat ja gerade gesagt, das Evangelium soll verkündigt werden und wer dann glaubt. Offensichtlich ist der Glaube an das Evangelium angesprochen. Und das ist auch genau das, was Christus selbst verkündet hat. Wenn wir uns Markus Kapitel 1 anschauen, das erste Kapitel im Buch Markus, dann lesen wir, was Jesus gelehrt hat. Markus Kapitel 1, angefangen in Vers 14. Da heißt es, nachdem aber Johannes der Täufer, gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium, und einige Übersetzungen haben hier, vom Reich Gottes, und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es geht also hier um den Glauben an das Evangelium. Und interessant ist auch, dass Johannes der Täufer in Vers 8 im gleichen Kapitel Folgendes gesagt hat: Ich taufe euch mit Wasser, sagt Johannes der Täufer, aber er, Jesus Christus, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Auf die Taufe werden wir gleich noch eingehen. Zunächst einmal geht es uns hier um den Glauben. Den Glauben an das Evangelium. Aber welches Evangelium ist gemeint? Irgendeines, irgendeine frohe Botschaft, eine gute Nachricht? Das ist ja die Bedeutung des Wortes Evangelium. Nun schauen wir uns in Markus Kapitel 1 und Vers 1 an, wie das Markus Evangelium, die Botschaft, nach der die Markus verkündigt hat, wie die beginnt. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es ist dies eine frohe Botschaft, ein Evangelium, das Jesus Christus, der Sohn Gottes, gebracht hat. Jesus Christus war derjenige, der das Evangelium verkündigt hat. Aber wie wir bereits sahen, es ist das Evangelium vom Reich Gottes. In Matthäus 24 wird uns gesagt, dass es dieses Evangelium ist, das in aller Welt verkündigt werden soll und zur Endzeit verkündigt werden wird. Matthäus Kapitel 24 und Vers 14 gibt uns nämlich das Zeichen der nahen Wiederkunft Jesu Christi wie folgt an. Er sagt hier in Matthäus 24 und Vers 14: Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Die Tatsache, dass Christus darauf hinweist, dass es dies Evangelium vom Reich ist, das verkündigt werden wird, und dass dies das Zeichen des Endes dieser gegenwärtigen Zeit sein wird, bedeutet, dass das Evangelium vom Reich für eine lange Zeit durch die Geschichte hindurch nicht verkündigt wurde. Ja, Evangelien wurden verkündigt.
Es gibt viele Evangelien, die heute verkündigt werden und auch die ganzen Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch verkündigt worden sind. Aber war es das Evangelium vom Reich Gottes? Schauen Sie, was uns Paulus sagt in Galater Kapitel 1, im Galaterbrief. Denn bereits schon zur Zeit des Paulus hatten Menschen begonnen, ein anderes Evangelium zu verkündigen. Nicht das Evangelium vom Reich Gottes, sondern ein anderes Evangelium. Und wir sehen hier, wie Paulus auf diese falsche Evangeliumsverkündigung reagiert. Galater Kapitel 1, angefangen in Vers 6. Da sagt er zu den Galatern: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Mit anderen Worten, das Evangelium, das Christus brachte. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Also Paulus sagt, es gibt nur ein Evangelium. Es ist das Evangelium vom Reich Gottes. Nun, was ist ein Reich? Schauen wir uns dies auf menschlicher Ebene einmal an. Was ist ein Reich? Ein Reich besteht aus mehreren Merkmalen. Ein Reich besteht aus einem König, einem Herrscher. Ein Reich besteht aus einem Herrschaftsgebiet. Ein Reich muss Gesetze haben. Und ein Reich herrscht über andere, Untertanen. So wird normalerweise ein Reich beschrieben. Wenn wir uns im Buch Daniel, im zweiten Kapitel, einmal etwas näher diese Vision anschauen würden, die der Nebukadnezar hatte. Der hatte in einem Traum ein Bildnis gesehen, eine Statue. Und diese Statue, die hatte einen Kopf aus Gold und die hatte eine Brust und Arme aus Silber und dann hatte die Hüften und eine Lenden aus Kupfer und dann auch Beine aus Eisen und aus Ton. Und Daniel erklärt dem Nebukadnezar in diesem Gleichnis, in diesem Traum, was es mit dieser Statue auf sich hat, dass es vier Weltreiche auf dieser Erde geben würde. Und zum Zeitpunkt des letzten Weltreiches würde Jesus Christus wiederkommen, der dann das Reich Gottes auf Erden errichten würde. Er würde alle Reiche, die vorher bestanden haben, abschaffen, alle menschlichen Reiche, und das Reich Gottes auf Erden errichten, die Herrschaft Gottes über diese Erde. Und in der Tat ist es so, dass Daniel bereits schon diese vier Weltreiche identifiziert, die kommen würden. Zunächst einmal das Babylonische Reich unter Nebukadnezar und dann seine Nachfolgern. So dann das Medo-Persische Reich unter dem König Darius und danach unter Cyrus. So dann das Reich Alexanders des Großen, das Mazedonische Reich, das dann nach seinem Tode an die vier Diadochen, die vier Generale, weitergegeben wurde. Und so dann das Römische Reich, das Römische Weltreich. Aber wie gesagt, es sollten nur vier Weltreiche bestehen. Nun, das Römische Weltreich ist lange vergangen. Was ist aus dieser Vision geworden? Nun, Daniel zeigt uns auch, und das Buch der Offenbarung zeigt uns auch, dass das Römische Weltreich 10-mal durch die Geschichte hindurch erneuert werden würde. Und 9 dieser Erneuerungen sind bereits weltgeschichtlich geschehen. Zunächst einmal 3 Erneuerungen geschahen durch barbarische Herrscher, wie zum Beispiel die Ostgoten und die Heruler und die Vandalen. Sodann unter Kaiser Justinian, der das Oströmische Reich und das Weströmische Reich miteinander verband. Sodann unter Karl dem Großen, der in Aachen im Jahre 800 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt wurde. Sodann unter Otto dem Großen, der dann zu dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der deutschen Nation, gekrönt wurde. Sodann unter Karl dem V., sodann unter Napoleon, sodann sogar unter Hitler und Mussolini. Und die Bibel sagt uns auch, dass zum Zeitpunkt des Endes die letzte Wiederauferstehung, die letzte Belebung des alten Römischen Reiches erfolgen würde. Es würde ein Staatenbund geben von 10 Nationen oder Gruppen von Nationen. Und dieser Staatenbund würde dann seine Herrschaft, seine Macht an einen militärischen, politischen Führer abtreten, der zusammen mit einem religiösen Führer dann herrschen würde als die letzte Wiederauferstehung des Römischen Reiches. Und zu diesem Zeitpunkt würde Jesus Christus zurückkommen. Alles dies sind historische und biblische Tatsachen, die Sie aus dem Buch Daniel, aus dem Buch der Offenbarung, aus dem Buch Sacharja und aus anderen Bibelstellen und natürlich auch aus der Geschichte erkennen können. Worauf es mir heute ankommt, ist allerdings die Tatsache, dass es sich hier um wirkliche Reiche gehandelt hat.
Und so wird also auch das Reich Gottes hier auf Erden herrschen als ein wirkliches Reich. Es wird über Menschen herrschen. Es wird die Gesetze Gottes beinhalten. Aber es wird Gott sein, der über die Menschen herrschen wird. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Christus sagte, ich werde wiederkommen. Das Buch der Offenbarung sagt uns, er wird herrschen auf dieser Erde für 1000 Jahre durch das Millennium hindurch. Aber nicht nur er allein. Das Buch Daniel, das Buch der Offenbarung, viele andere Stellen zeigen uns, dass die Heiligen, diejenigen, die sich qualifizieren in diesem Leben, auch mit Christus herrschen werden. Sie werden hineingeboren werden in die Familie Gottes, in das Reich Gottes, als vollwertige Mitglieder mit Gott herrschen. Das ist das Evangelium vom Reich Gottes in einer sehr kurzen Zusammenfassung dargestellt. Das ist etwas, an das wir glauben müssen. Aber Glaube ist natürlich nicht etwas, was wir uns selbst irgendwie erarbeiten können. Glaube ist etwas, das uns Gott geben muss, als ein Geschenk. Und das ist genau das, was uns die Bibel auch sagt. Schauen wir uns Epheser Kapitel 2 an. Epheser Kapitel 2. Und natürlich beinhaltet das Evangelium vom Reich Gottes auch die Tatsache, dass Jesus Christus als Herrscher des Reiches für uns gestorben ist. Dass sein Opfertod notwendig war, dass wir Vergebung unserer Sünden erlangen können. Er war notwendig, er war erforderlich, aber auch ausreichend. Etwas, worauf ich gleich noch eingehen werde. Aber hier schauen wir uns in Epheser Kapitel 2 an, die Verse 8 und 9. Es heißt, aus Gnade, aus einem freiwilligen, unverdienten Geschenk heraus, aus Gnade seid ihr selig geworden oder gerettet worden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Gott muss uns diesen Glauben geben. Aber wir müssen diesen Glauben dann natürlich auch annehmen, akzeptieren, Teil unseres Lebens machen. Was ist noch notwendig, um den Heiligen Geist erlangen zu können, neben dem Glauben? Nun, wir sind eben schon kurz darauf eingegangen. Schauen wir uns Lukas Kapitel 24 an. Lukas Kapitel 24, die Verse 45 bis 47. Lukas Kapitel 24, angefangen in Vers 45. Da öffnete er ihnen das Verständnis, das ist Jesus Christus, nach seiner Auferstehung, spricht er zu seinen Jüngern, sodass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Und wir hatten bereits gehört, dass das Evangelium vom Reich Gottes unter allen Völkern verkündigt werden wird, dass es nur ein Evangelium gibt. So dass mit anderen Worten natürlich jetzt die Verkündigung der Buße zur Vergebung der Sünden Teil dieses Evangeliums ist. Nun ist die Übersetzung des Wortes Buße eine sehr unglückliche. Die findet sich auch nur in einigen deutschen Übersetzungen. In den englischen Bibeln findet sich diese Übersetzung keineswegs. Und das Griechische sagt uns auch nicht, dass es hier um Buße geht. Wie man sich das so vorstellt, die Tatsache, dass man sich irgendwie jetzt die Knie blutig schinden muss, auf einem Bußgang irgendwelche Bußdinge tun muss, wie zum Beispiel diese gräulichen Ideen, dass sich jemand zum Ostertag ans Kreuz nageln lässt, darum geht es keineswegs. Es geht um Reue. Es geht um Umkehr. Es geht um Bekehrung. Es geht darum, dass man aufhört, den falschen Weg zu gehen, umkehrt und beginnt, den richtigen Weg zu gehen. Wir hatten ja bereits gelesen, es kommt nicht aus Werken, dass sich nicht jemand rühme. Es geht aber darum, dass man Gehorsam zeigt. Es geht darum, dass man beginnt zu verstehen, was falsch ist. Aufhört, das zu tun, was falsch ist. Und dann anfängt, das Richtige zu tun. Das ist die Umkehr. Das ist die Reue, von der hier die Rede ist. Das ist die Reue, die verkündigt werden soll allen Völkern, die angeboten werden wird. Die natürlich dann auch von den Menschen anerkannt und akzeptiert werden muss. Denn auch diese Reue können sie sich nicht erarbeiten. Diese Reue ist ebenfalls ein Geschenk, das von Gott kommen muss, das Gott uns anbietet, das wir aber akzeptieren müssen. Schauen wir uns in Römer Kapitel 2 an, was Paulus hierzu sagt. Römer Kapitel 2 und in Vers 4. Römer Kapitel 2 und in Vers 4. Er spricht zunächst einmal über die, die sich einbilden, Gottes Jünger zu sein, aber nicht danach leben. Und er sagt dann hier in Vers 4,
Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße, zur Reue leitet? Es ist Gott, der uns die Reue anbietet. Aber wir müssen natürlich diese Reue auch dann annehmen. Auch im 2. Timotheusbrief lesen wir im 2. Kapitel, angefangen in Vers 24, 2. Timotheus 2, angefangen in Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße oder Reue gebe, die Wahrheit zu erkennen. Zunächst einmal geht es darum, dass man die Wahrheit erkennen muss. Wenn man sie erkannt hat, dass man dann beginnt, der Wahrheit gemäß zu leben. Aber alles dies muss von Gott kommen. Vers 26, und dass sie wieder nüchtern werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Schauen Sie, darum geht es. Die meisten Menschen heute, ohne dass sie dies wissen, tun den Willen Satans, indem sie zum Beispiel das Gesetz Gottes brechen und meinen, das Gesetz sei nicht mehr länger zu halten. Und Paulus sagt hier, Gott kann uns Reue geben, Verständnis, dass wir den falschen Weg gehen, die Befähigung, den richtigen Weg zu gehen. Um den Heiligen Geist zu erhalten, der uns dann auch die Kraft gibt, das Gesetz Gottes zu halten. Wir hatten ja gelesen, dass der fleischlich gesinnte Mensch überhaupt das Gesetz Gottes gar nicht halten kann. Um also diesen Heiligen Geist erlangen zu können, ist als drittes Merkmal, als dritte Voraussetzung die Taufe notwendig. Wenn wir an das Pfingstwunder denken, das ja in Apostelgeschichte Kapitel 2 beschrieben wird, als die Jünger in Zungen, und darauf werde ich noch eingehen, was das bedeutet, zu der Masse der Menschen sprach, die in Jerusalem versammelt waren, da lesen wir in Kapitel 2, angefangen Vers 36, dass Petrus eine Predigt gab, unter Inspiration. Und dass er den Menschen damals mitteilte, dass sie verantwortlich waren für den Tod Jesu Christi. Aber schauen Sie, das gilt nicht nur für die Menschen damals, das gilt für uns heute auch. Denn jede Sünde, die wir begangen haben, hat den Opfertod Jesu Christi zur Folge gehabt. Christus starb ja für die Vergebung unserer Sünden. Und so lesen wir hier in Vers 36 von Apostelgeschichte 2, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn, ein Herr ist jemand, dem man gehorcht, und Christus, dem Retter, dem Heiland, gemacht hat. Als sie aber das hörten, Vers 37, da ging's ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Nun, wir sind schuldig geworden am Mord Jesu Christi. Was sollen wir nun tun? Was für eine Hoffnung gibt es für uns? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße oder bereut. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also die Zeitfolge ist eine sehr deutliche. Reue und Taufe, aber die Taufe ist das äußere symbolische Merkmal des inneren Glaubens an das Evangelium, an den Opfertod Christi, an die Tatsache, dass Christus für uns starb und wir dadurch Vergebung unserer Sünden erhalten können. Schauen Sie, die Taufe ist nicht nur ein Ritual. Es geht nicht nur darum, dass man sich taufen lässt und dann ist alles in Ordnung. Um überhaupt den Heiligen Geist erhalten zu können, ist Gehorsam notwendig. Bereits schon vor der Taufe ist es notwendig, dass man, wie es möglich ist, Gott gehorcht. Schauen wir uns dies in Apostelgeschichte Kapitel 5 an, angefangen in Vers 29, wo Petrus das sehr deutlich macht. Denn hier wurde den Aposteln damals verboten, von dem Sanhedrin, dem obersten Gerichtshof, das Evangelium zu verkündigen. Und er sagt hier in Vers 29, Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr könnt uns nicht dazu veranlassen, uns nicht befehlen, das Evangelium weiter zu verkündigen, wenn uns Gott sagt, dass wir es verkündigen sollen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und er fährt fort zu sagen,
Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße oder Reue und Vergebung der Sünden zu geben. Schauen Sie, es ist wiederum eine Gabe, die von Gott kommen muss, Reue und Vergebung der Sünden. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also Gehorsam ist notwendig. Die Tatsache, dass das Gesetz Gottes weiterhin besteht, ist erforderlich, um dann auch das Gesetz halten zu können. Dieses Verständnis, diese Erkenntnis ist notwendig, um den Heiligen Geist zu bekommen. Wie muss die Taufe stattfinden? Auch da gibt es viele verschiedene Ideen. Einige meinen, man kann ein Baby taufen und dann ist das bereits alles in Ordnung. Aber schauen Sie, wenn Reue und Glaube an Gott und an seinen Sohn Jesus Christus, an das Evangelium notwendig ist, dann kann man nicht erwarten, dass ein Baby eine solche Voraussetzung mit sich bringt. Ein Baby kann nicht bereuen, ein Baby kann mit Sicherheit nicht verstehen, worum es bei dem Evangelium Gottes geht. Aber wie wird das Ritual der Taufe durchgeführt? Einige sagen ja, man kann die Menschen einfach so besprenkeln, so mit ein bisschen Wasser über den Kopf gießen. Das ist dann schon eine richtige Taufe. Schauen wir uns an, wie die Bibel die Taufe beschreibt. Zunächst einmal in Matthäus Kapitel 3. Matthäus Kapitel 3 und angefangen in Vers 16. Matthäus Kapitel 3 und angefangen in Vers 16. Und als Jesus getauft war, denn Johannes der Täufer hatte ihn getauft, da stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Also wie das manchmal so in Hollywood-Filmen dargestellt wird, dass ja Johannes der Täufer daneben Jesus steht und dann stehen die beide in dem Jordan und dann gießt der Johannes der Täufer so ein bisschen Wasser über den Kopf von Jesus. Das ist nicht das, was hier beschrieben steht. Jesus kommt herauf aus dem Wasser. Mit anderen Worten, er war unter Wasser für eine kurze Zeit. Und er kommt herauf aus dem Wasser, wie es heißt. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Schauen wir uns auch Johannes Kapitel 3 an. Johannes Kapitel 3, angefangen in Vers 22. Johannes Kapitel 3, angefangen in Vers 22. Da lesen wir auch wieder einmal eine interessante Stelle, die den meisten heute vielleicht gar nicht vertraut sein dürfte. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Jesus taufte auch. Nun, wie wir nachher lesen werden, oder wie das in Kapitel 4 zum Ausdruck kommt, taufte er durch seine Jünger. Aber Jesus taufte auch, nicht nur Johannes der Täufer. Und in Vers 23 heißt es, und Johannes aber taufte auch noch in Enon, nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser. Nun, warum war viel Wasser notwendig, wenn es lediglich notwendig gewesen wäre, einen mit einem bisschen Wasser zu besprenkeln? Nein, es geht darum, dass man in einem See, in einem Fluss, in einer Badewanne auch, in einem Pool getauft wird, dass man untergetaucht werden kann. Warum? Weil die Taufe etwas symbolisiert. Und diese Symbolik kann nur durch das Untertauchen erklärt werden. Schauen wir uns dies einmal in Römer Kapitel 6 an. Was symbolisiert die Taufe? Was soll sie symbolisieren? Römer Kapitel 6, angefangen in Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Die Taufe symbolisiert unseren Tod. Die Tatsache, dass unser alter Mensch, unsere alten Gewohnheiten absterben sollen. Und dass wir in einem neuen Leben wandeln sollen nach der Taufe. Vers 4. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Die Taufe soll ein Begräbnis symbolisieren. Das kann nicht durch Besprenkeln geschehen. Das kann nur dadurch geschehen, dass man in das Wasser untergetaucht wird. Denn wenn sie lange genug unter Wasser wären, dann würden sie tatsächlich rein physisch sterben. Das ist nicht symbolisch zu sehen. Aber gleichwohl ist die Taufe ein Begräbnis. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn wir eben aus dem
Tod der Taufe, diesem Wassergrab, herauskommen. Und so schreibt die Bibel auch mehrmals davon, dass es sich bei der Taufe um ein Wasserbad handelt. Nicht nur eine Besprengung, sondern um ein Wasserbad. In Titus Kapitel 3. Titus Kapitel 3, lesen wir die Verse 4 bis 7. Titus Kapitel 3, angefangen in Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt oder der Wiederzeugung, könnte man besser übersetzen, und Erneuerung im Heiligen Geist. Auch hier wiederum wird die Taufe als ein Bad beschrieben. Das Bad der Wiederzeugung, in dem man jetzt den Heiligen Geist als ein Anrecht, sagen wir mal, als eine Garantie erhält. Man wird durch den Heiligen Geist gezeugt, noch nicht geboren. Die Wiedergeburt erfolgt im Zeitpunkt der Auferstehung, der Verwandlung zu Geist. Aber wir sind jetzt gezeugte Kinder Gottes, gezeugte Brüder und Schwestern Jesu Christi, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Schauen wir uns auch in Epheser Kapitel 5 an. Epheser Kapitel 5, wie die Taufe beschrieben wird. Epheser Kapitel 5, angefangen in Vers 25. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde, die Kirche geliebt hat und hat sich für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Schauen Sie, es geht darum, dass wenn man das Wort Gottes glaubt, lässt man sich taufen. Und zwar im Wasserbad. Es geht also tatsächlich um ein Untertauchen im Wasser. Ein Begräbnis, das symbolisieren soll, dass wir aufhören wollen, den falschen Weg zu gehen und den richtigen Weg zu gehen. Aber selbst das ist noch nicht genug, um den Heiligen Geist zu erlangen. Reue, Glaube, Taufe und noch etwas anderes ist erforderlich. Schauen wir uns dies einmal in Apostelgeschichte Kapitel 8 an. Apostelgeschichte Kapitel 8, angefangen in Vers 4. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippos aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippos sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Und dann heißt es weiter hier in Vers 12. Als sie aber den Predigten des Philippos von dem Reich Gottes, schauen Sie, und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen, Männer und Frauen. Und da wurde auch ein anderer gläubig, ein sogenannter Zauberer mit dem Namen Simon. Der ließ sich auch taufen. Aber bei ihm fehlte etwas, wie wir gleich sehen werden. In dem Zeitpunkt fehlte bei allen etwas, aber bei Simon fehlte etwas ganz besonders. In Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch nicht auf einen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen Jesu Christi oder auf den Namen des Herrn Jesus. Was fehlte? Schauen wir uns Vers 17 an. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Hände auflegen durch einen ordinierten Geistlichen Gottes ist notwendig. Denn auch das symbolisiert etwas. Es symbolisiert die Tatsache, dass man jetzt getrennt sein will von dem falschen alten Leben, das man gelebt hat. Dass man sich jetzt ausgesondert sieht zur Ehre Gottes. Und dann natürlich, wenn man zu Gott betet, Gott dem Vater, dass er dann bei dem Händeauflegen dem Täufling den Heiligen Geist gibt, so wird Gott dies auch tun, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Schauen Sie, bei Simon, dem Zauberer, waren diese Voraussetzungen nicht gegeben. Denn wir lesen weiter in Vers 18, als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Er wollte also jetzt die Ordination zum Geistlichen durch Geld erkaufen. Und Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Schauen Sie, dieser Simon hatte nicht bereut, der hatte nicht verstanden, worum es hier eigentlich ging.
Der hatte sich zwar taufen lassen, der wurde sogar auch gläubig, hatte sogar an gewisse Dinge geglaubt, die da gepredigt worden waren, aber er hatte nicht die Voraussetzungen der Reue gehabt und deswegen wollte er sich durch Geld Macht erkaufen. Und wir sehen auch nicht, dass Simon, nachdem alles dies geschehen war, bereut hat, obwohl Petrus ihm sagt in Vers 22, darum tu Buße oder bereue für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, du bist voll bitterer Galle und verstrickt in Ungerechtigkeit. Aber Simon hat scheinbar dann nicht bereut. Jedenfalls ergibt sich nichts weiteres daraus aus der Bibel. So sehen wir also hier, dass das Händeauflegen eines Geistlichen, eines wirklichen Geistlichen Gottes notwendig ist zum Erhalt der Taufe oder des Heiligen Geistes vielmehr. Nun, wir wollen uns kurz jetzt ein paar Beispiele anschauen, wo über die Taufe in der Bibel beschrieben steht, wo da also noch mehrere Dinge beschrieben stehen, wie das sich so abgespielt hat in der frühen Kirche. In Apostelgeschichte Kapitel 8 lesen wir angefangen in Vers 26 das berühmte Geschehnis um den Kämmerer aus Äthiopien. Da lesen wir in Vers 26, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, stehe auf und gehe nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, gehe hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Und wenn man das heute zu einem Menschen sagt, der sich in der Bibel ein wenig auskennt, der würde sofort antworten, natürlich verstehe ich das. Aber dieser Kämmerer hatte eine ganz andere Einstellung, der verstand, dass es notwendig war, dass Berufene von Gott einem die Bibel erklären. Er sprach in Vers 31, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und der Inhalt aber der Schrift, die er las, war diese, und dann zitierte er aus Jesaja Kapitel 53, und es geht natürlich hier um Jesus Christus, Vers 34. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Vers 35. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Und da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Nun, der hatte sicherlich etwas Wasser dabei auf seinem Weg zurück nach Äthiopien als Wegzehrung. Es ging also nicht darum, ein wenig Wasser zu haben, es ging hier darum, genug Wasser zu haben zur Taufe. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und wir sehen also hier wiederum, dass dieser Kämmerer sich taufen ließ. Er verstand, dass die Taufe notwendig war. Wussten Sie, dass selbst der Apostel Paulus getauft wurde, nachdem er die Vision hatte auf der Straße nach Damaskus, als ihm Christus erschien? Schauen wir uns diesen Apostelgeschichte 9 an, angefangen in Vers 17. Da war ein Jünger mit dem Namen Hananias. Und er ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, Paulus hieß ja ursprünglich Saulus, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend, denn der wurde jetzt blind, der Paulus, aber der sollte jetzt wieder sehend werden, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend und er stand auf, ließ sich taufen. Paulus verstand ebenfalls, dass die Taufe notwendig war zum Erhalt des Heiligen Geistes. Die richtige Taufe. Schauen wir uns auch das berühmte Beispiel in Apostelgeschichte 10 an, wo der Hauptmann Cornelius, dieser römische Hauptmann, zum Glauben fand. Nun, in Apostelgeschichte 10 lesen wir angefangen in Vers 42, denn Gott musste Petrus und andere Jünger durch Visionen dazu bringen, dass sie überhaupt zu diesem Hauptmann gingen, denn es war den Juden ja damals nicht gestattet, Kontakt sogar zu haben mit Nichtjuden, geschweige denn, Nichtjuden in die Kirche Gottes einzufügen. Das war denen damals noch nicht bekannt, noch nicht bewusst. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 10, angefangen in Vers 42.
dass Petrus sagt, er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, der Zusammenhang bezieht sich wiederum auf Christus, dass er von Gott, dem Vater, bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Und von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Petrus hatte ja auch gesagt, es gibt keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden können, es sei denn der Name Jesu Christi. Deswegen wird auch immer wieder betont, dass die Taufe im Namen Jesu Christi stattfinden muss. Während, Vers 44, Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Das ist das zweite Beispiel, wovon Zungenrede die Rede ist. Aber auch hier muss man verstehen, warum und was das bedeutet. Aber das war jetzt der Beweis für die gläubig gewordenen Juden, dass Gott den Heiden den Heiligen Geist gegeben hatte. Etwas, was total neu war, was vorher noch nie der Fall gewesen war. Und da antwortete Petrus, schauen Sie, der Petrus, dem war klar, dass obwohl in diesem speziellen Ausnahmefall die Heiden den Heiligen Geist bereits erhalten, hatten, dass noch etwas notwendig war, um das alles zu besiegeln, um das alles verständlich zu machen. Und da antwortete Petrus, Vers 47, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Schauen Sie, das war ein Ausnahmefall. Normalerweise ist die Reihenfolge Reue, Glaube, Taufe, Hände auflegen und dann der Halt des Heiligen Geistes. Hier wurde der Heilige Geist früher gegeben, weil nämlich sonst der Petrus und die anderen Jünger möglicherweise nicht erkannt hätten, dass Gott jetzt auch den Weg der Heiden in die Kirche Gottes möglich gemacht hatte. Und Petrus musste nachher seine Handlung auch den anderen Jüngern gegenüber verteidigen. Wir lesen dies in Kapitel 11, angefangen in Vers 15. Denn als er nach Jerusalem kam, da waren die gar nicht damit einverstanden, dass der Petrus den Cornelius und die anderen getauft hatte. Vers 15. Als ich aber anfing zu reden, sagt Petrus, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Eine Stelle, die wir eben ja gelesen hatten. Vers 17. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden, also den Nichtjuden, die Umkehr, die Reue gegeben, die zum Leben führt. Also die verstanden auch, Gott muss einem die Augen öffnen. Er muss einem die Gabe der Reue, der Umkehr, der Bekehrung geben, die dann zum Leben führt. Das ist der erste Schritt. Und so sehen wir auch hier, dass die Taufe gleichwohl noch durchgeführt wurde, obwohl sie vielleicht rein theoretisch gesehen, menschlich gesehen, in diesem Falle nicht mehr notwendig war, weil sie bereits den Heiligen Geist erhalten hatten. Aber Petrus bestand darauf, die Taufe durchzuführen. Sie war wichtig. Es war dies eine Ausnahmesituation. Normalerweise wird der Heilige Geist eben nur dann gegeben, wenn die Taufe vorher durchgeführt worden ist. Schauen wir uns Apostelgeschichte 16 an, ein weiteres Beispiel, wo die Lydia den Heiligen Geist erhielt. Apostelgeschichte 16, angefangen in Vers 14. Da war eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Die hörte zu und der tat der Herr das Herz auf. Schauen Sie auch hier wiederum, ist es Gott, der mit dieser Frau gewirkt hat. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Die hatte darauf Acht, die hörte sich das mit sehr viel Verständnis an, weil Gott ihr das Herz geöffnet hatte. Vers 15. Und als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Und dann sind der Paulus und die anderen Jünger bei ihr eine gewisse Zeit geblieben. Es gibt eine weitere interessante Stelle über einen Aufseher, einen Gefangenenaufseher, der sich töten lassen wollte oder sich selbst umbringen wollte, weil er meinte, dass die Gefangenen in seiner Obhut, nämlich Paulus und die anderen Apostel, geflohen wären.
und er war verantwortlich für die Gefangenen. Und als dann ein Erdbeben kam und der Paulus und die Apostel, die waren also mit Ketten im Gefängnis zusammengeschmiedet und die Ketten lösten sich, dann meinte jetzt dieser Aufseher, die wären entflohen. Und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 16, angefangen in Vers 30, dass als der Paulus dem sagte, nein, töte dich nicht, wir sind alle noch hier, da hat der Aufseher sie aus dem Gefängnis herausgeführt, Vers 30, er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Der hatte jetzt verstanden, dass etwas Besonderes mit Paulus und den Aposteln vorlag. Und sie sprachen, Vers 31, glaube an den Herrn Jesus. Natürlich, er war der Heiland, an den müssen wir glauben, wenn wir Vergebung unserer Sünden erhalten wollen. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen. Und er führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Und einige sagen, aha, hier hat er sich mit seinem ganzen Haus taufen lassen. Das beinhaltet also auch Kleinkinder und Babys. Von daher ist es nicht verkehrt, Babys zu taufen. Das sagt die Stelle nicht. Wir hatten ja bereits gesehen, dass die Taufe voraussetzt, dass man zunächst einmal bereut und dass man Glaube an Jesus Christus hat. Dass sein Haus mit ihm getauft wurde, bedeutet nur, dass Erwachsene, die in seinem Haus waren, erwachsene Kinder, die auch zum Glauben gekommen waren, sich ebenfalls taufen ließen. Eine weitere Stelle findet sich in Apostelgeschichte 19, angefangen in Vers 1. Auch hier ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht nur um irgendeine Taufe gehen kann. Es muss die Taufe sein, die sich auf den Namen Jesu Christi bezieht. Apostelgeschichte 19, angefangen in Vers 1. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog, nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Und zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und die sprachen zu ihm, wir haben noch nicht mal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Das ist merkwürdig, wenn man das heute so liest, aber die hatten damals noch nicht einmal von einem Heiligen Geist gehört. Und er fragte sie in Vers 3, ja, worauf seid ihr dann getauft worden? Und sie antworteten, auf die Taufe des Johannes des Täufers. Und Paulus aber sprach in Vers 4, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße oder der Taufe der Reue und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Und als sie das hörten, da ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, auch hier wiederum wird das Händeauflegen erwähnt, da kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Das ist das dritte Beispiel von Zungenrede. Das sind die einzigen drei Beispiele, wo jemand in Zungen redete, als er getauft wurde. Das erste war im Falle der Apostelgeschichte, Kapitel 2, als die Jünger den Heiligen Geist erhielten, die Apostel, und auch in Zungen redeten. Das zweite Beispiel war das Beispiel des Cornelius. Und hier lesen wir das dritte Beispiel. Warum wird es hier erwähnt? In anderen Fällen gibt es keinerlei Bericht, dass jemand in Zungen reden konnte, als er den Heiligen Geist erhielt. Nun, was ist mit Zungenreden gemeint? Da gibt es natürlich gewisse Gemeinden, die sprechen von Zungenreden in dem Sinne, dass sie da mit irgendwelchen Zungen reden, die kein Mensch verstehen kann, und dann wälzen sie sich auf den Boden und lobpreisen Gott und geraten in Verzückung. Ist das mit Zungenreden gemeint? Nicht, wenn man der Bibel glauben will. Kehren wir zur Apostelgeschichte 2 zurück und schauen wir uns einmal an, wie das hier beschrieben wurde. Apostelgeschichte 2, angefangen in Vers 1. Als der Pfingsttag gekommen war, da waren sie an einem Ort beisammen. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich, mit anderen Worten, der Heilige Geist, setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen. Schauen Sie, das Wort für Zunge im Griechischen kann auch Sprache bedeuten. Es geht hier um eine Sprache, eine menschliche Sprache. Aber eine Sprache, die normalerweise von den Aposteln nicht gesprochen wurde. Wenn ich zum Beispiel anfangen würde, zu Ihnen in Russisch zu sprechen, eine Sprache, die ich nicht kenne, dann wäre dies, laut Bibel, ein Zeichen der Zungenrede. Aber es ist trotzdem und gleichwohl eine existierende menschliche Sprache.
Und diese Apostel hier, die sprachen jetzt in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Vers 5. Und es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Und als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Das Pfingstwunder war ein Wunder, das sich auf das Sprechen und das Hören in einer anderen Sprache bezog. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind das nicht alle, die da reden, sind die nicht aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Die verstanden, was da gesagt wurde. Nicht wie heute einige, die da in Zungen reden, die kein Mensch verstehen kann. Die verstanden, was da gesagt wurde. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Das war ein Zeichen, das Gott jetzt gab, um zu beweisen, dass die Apostel den Heiligen Geist erhalten hatten. Wenn wir uns in 1. Korinther Kapitel 14 einmal anschauen, was Paulus über das Zungenreden sagt, dann verstehen wir auch, warum das zu dem damaligen Zeitpunkt notwendig war, dass Gott dieses spezifische Wunder wirkte. In einem Ausnahmefall. Das ist nicht die Regel. Vers 1. Korinther 14, da spricht Paulus nämlich über das Zungenreden. Er sagt in Vers 1, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede, mit anderen Worten der inspirierten Rede. Prophetische Rede kann bedeuten, dass man zum Beispiel eine Predigt gibt, zu der man von Gott inspiriert ist. Er sagt hier in Vers 2, denn wer in Zungen redet, aber die Übersetzung könnte auch lauten in Sprachen, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Mit anderen Worten, wenn ich zu Ihnen jetzt in Russisch spreche und Sie sprechen kein Russisch, dann ergibt das für Sie wenig Sinn. Und er sagt also auch hier, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Vers 4. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Mit anderen Worten, wenn keiner ihn verstehen kann, dann hat das ja wenig Sinn. Wer aber prophetisch redet, mit anderen Worten, wenn ich jetzt zu Ihnen in Deutsch spreche, aber inspiriert bin, das Ihnen zu sagen, was ich Ihnen sage, dann erbaut dies die Gemeinde. Dann erbaut dies die Zuhörer. Er sagt später in Vers 10, er macht ganz deutlich, wovon hier die Rede ist, es gibt so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet. Und der redet, wird mich nicht verstehen. Worum geht es bei der Zungenrede? Worum geht es bei der Befähigung, in einer anderen Sprache sprechen zu können? Eine Gabe natürlich, die Gott einem geben muss. Somit jemand anderer, der einem dann zuhört, das auch verstehen kann. Worum geht es dabei? Schauen wir uns Vers 22 an. Denn die Zungenrede ist ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Schauen Sie, darum ging es. Gott bewirkte dieses Wunder zur Zeit des Pfingstfestes, damit die Ungläubigen, die da waren, überzeugt werden konnten, dass die Apostel, die jetzt zu ihnen in anderer Sprache sprachen, dass die wirklich von Gott inspiriert waren. Petrus musste überzeugt werden, dass Gott wirklich den Heiligen Geist an Cornelius gegeben hatte. Als der nämlich anfing, mit Zungen zu sprechen, da wurde Petrus dies klar. Und dann letztlich, es wurde auch notwendig, dass man erkennen konnte, dass es nicht nur allein um die Taufe des Johannes gehen kann, sondern die Taufe des Christus. Die Taufe auf den Namen Jesu Christi war notwendig. Alle die, die noch auf Johannes getauft worden waren, mussten davon überzeugt werden. Und deswegen hatte in diesem Ausnahmefall dann auch die Jünger von Ephesus die Gabe erhalten, in Zungen zu sprechen, in anderen Sprachen. Darum geht es und darum allein. Wenn Sie den Heiligen Geist erhalten, zur Zeit der Taufe, aber nicht die Gabe haben, sofort jetzt in anderen Sprachen sprechen zu können, dann brauchen Sie nicht da jetzt davon auszugehen, dass Sie deshalb den Heiligen Geist nicht erhalten haben. Es waren dies drei Ausnahmefälle, die einzigen drei Ausnahmefälle, die in der ganzen Bibel überhaupt erwähnt werden, wenn es um die Taufe geht. Ich habe mich sehr gefreut, Ihnen diese Dinge, die aus der Bibel stammen, mitteilen zu können. Ich hoffe, dass Sie davon auch den gehörigen und nötigen Gebrauch machen. So verbleibe ich heute für Sie und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für die Kirche des ewigen Gottes.